Es geht weiter in die erste Etage und hier im Treppenhaus fallen diese bunten, abstrakten Bilder auf. Es handelt sich um Acrylbilder aus der Frühphase seines Schaffens, erklärt der Künstler. Dass Günter Preuß auch gegenständlich malen kann, beweist er mit dieser Serie im Raum nebenan. Derselben Etage gibt es noch einen weiteren, sehr schönen Ausstellungsraum. Hier werden aktuelle Skulpturen und Bilder gezeigt. Die zwei seitlichen Werke hinter Glas sind wieder mit der vorhin schon beschriebenen Technik erstellt. Am PC skizziert, ausgedruckt und koloriert.